Thema Datenschutz ist wahrscheinlich eines der zentralen Worte, wenn man über Digitalisierung und den digitalen Wandel spricht. Datenschutz und Datennutzung, ist das immer ein Widerspruch? Die Initianten der Datenschutzinitiative glauben das nicht und werden uns auch gleich erklären, wieso sie das nicht glauben. Hier sind von der digitalen Gesellschaft, ich beginne mein rechts, euer links, Mia, die für Kommunikation zuständig ist, Mia Guier. Erik Schöneberger ist der Geschäftsführer der digitalen Gesellschaft. Und dann haben wir noch Daniel Graf von der Stiftung für direkte... Da war noch was, ich weiß nicht, ob es wichtig war. Stiftung für direkte Demokratie. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr uns über die Datenschutzinitiative erzählen werdet. Ja, vielen Dank für die Einführung. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir werden euch in den kommenden 30 Minuten einen Einblick geben in die geplante Datenschutzinitiative. Zuerst mache ich eine Einführung, dann wird Daniel etwas zum Look and Feel erzählen. Und Mia wird dann am Schluss noch den aktuellen Stand beleuchten und über die nächsten geplanten Schritte sprechen. Und Mia muss aufpassen, dass sie nicht von der Bühne fällt dort. Die Themen Datenschutz und Privatsphäre werden immer wichtiger und bewegen die Leute. Ein Beispiel, das dies zeigt, ist eine Umfrage von WeCollect. Die wurde im Mai im letzten Jahr gemacht. Da haben 1800 Menschen mitgemacht, ist sicher nicht repräsentativ, aber doch eine ganze gute Anzahl Leute, die hier mitgemacht haben. Eine Frage war, welche Themen das den Leuten am Herzen liegen. Und hier sind die Themen Menschenrechte und Demokratie ganz oben, die sicherlich im Kontext mit Datenschutz gesehen werden können. Und dann weiter interessant ist dann jedoch, dass bei den konkreten Ideen für Initiativen ein Vorschlag für besseren Datenschutz im Internet auf dem zweiten Platz gelandet ist. Ein Grund für mehr Datenschutzsensibilität liegt sicherlich auch darin, dass die Pandemie und der damit verbundene Schub in der Digitalisierung und dann auch die Auseinandersetzungen, die wir gehabt haben, zum Beispiel über die Covid-App, die EID und das Covid-Zertifikat etc., für mehr Bewusstsein in den Bereichen Datenschutz und Privatsphäre gesorgt haben. Und es sind dann auch in diesem Zug in den Debatten auch die Begriffe wie Privacy by Design und auch Privacy by Default tatsächlich in der Politik angekommen. Wir haben uns dann auch im Anschluss an die EID-Initiative und an die Abstimmung die Nachwahlanalysen uns angeschaut. Wir hatten ja einen Nein-Stimmen-Anteil von fast 65%. Es gab seit in den jüngsten Jahren kaum ein Referendum, das einen höheren Nein-Anteil aufzuweisen hatte. Und hier sehen wir, dass ein hoher Nein-Anteil vor allem bei Frauen, bei den unter 40 und unter über 60-Jährigen und auch bei Personen mit akademischen Abschlüssen in die Urne gelegt wurde. Und dies auch dann, oder spannend ist, obwohl wir mit dem Hauptargument in die Abstimmung gestiegen sind, dass ja vor allem die Rolle des Staates, also die Frage nach der Herausgeberschaft der EID ein großes Problem ist, liegen dann aber bei der Nachwahlbefragung eben die Gründe für die Ablehnung dann beim Datenschutz und der Datensicherheit. Also das war dann plötzlich auf dem ersten Platz und wichtiger für die Leute und nicht mehr die Rolle des Staates. Also hier hat sich die Priorität eigentlich umgedreht, was ein interessanter Fakt ist. Viele Leute fühlen sich latent unwohl im Internet, die Technik ist schwer zu verstehen, potenziell wird jeder Mausklick überwacht. Und die Studie Monitor Digitale Schweiz 2022 hat dann auch untersucht, welches die Gefahren sind, welche digitale Technologien mit sich bringen. Und dabei rangierten ebenfalls Überwachung und das Thema Datenschutz, Datensicherheit auf den beiden vordersten Rängen. Also auch hier sehen wir dieses Thema und diese Sensibilität. Und dann noch eine Untersuchung, das ist die letzte. Der Digitalbarometer ist 2022 der Frage nachgegangen, welche Datenbearbeitungen, welche Gefahren und Chancen bieten. Und hier zeigte sich, dass alle Datenbearbeitungen, die befragt wurden, in der deutlichen Mehrheit als Gefahr wahrgenommen werden.
Digitale Demokratie, E-Government und erfolgreiche neue Geschäftsmodelle beruhen jedoch auf dem Vertrauen der Menschen in der Schweiz. Nur ein verantwortungsvoller Umgang mit Personendaten kann dieses Vertrauen gewährleisten. Und dies bringt uns zum Schluss, dass Datenschutz und Datennutzung kein Widerspruch sind, sondern dass sie sich im Gegenteil bedingen. Erst wenn ich Vertrauen in den Datenschutz habe, bin ich auch bereit, meine Daten beispielsweise für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Ein Beispiel noch, wieso der Datenschutz in der Schweiz nicht ausreichend ist, ist die drohende Überidentifikation im EID-Gesetz. Hier liegt ja ein guter Vorentwurf vor, allerdings hat er einen blinden Fleck. Was wir haben möchten, ist eine EID, um beispielsweise alkoholische Getränke übers Internet beziehen zu können oder einen Betreibungsregisterauszug bestellen zu können, vielleicht auch am Postschalter einen eingeschriebenen Brief abholen zu können. Was wir aber nicht möchten, ist, dass wir eine EID bei ganz alltäglichen Dingen im Internet benötigen, sei es beim Einkauf von einem Buch oder auch beim Betreten des digitalen Schulgeschäfts. Wir möchten also verhindern, dass der Ausweis bei ganz alltäglichen Dingen plötzlich verlangt wird. Und hier ist es so, dass das Datenschutzgesetz uns nicht vor dieser Überidentifikation schützt. Die Hürden für eine Datenbearbeitung sind nicht sehr hoch. Und sollte nach dem Datenschutzgesetz überhaupt eine Persönlichkeitsverletzung vorliegen, kann diese durch ein privates oder öffentliches Interesse gerechtfertigt werden. Und dieses Interesse kann auch ein wirtschaftliches sein. Und sollte kein solches Interesse vorliegen, dann kann zum Beispiel auch die Datenbearbeitung durch die Einwilligung in die allgemeinen Geschäftsbedingungen abgeholt werden. Und was auch noch zu sagen ist in diesem Zusammenhang, ist, dass wir kein Widerspruchsrecht im Datenschutzgesetz haben, also ein Widerspruchsrecht im Sinne von einer einfachen Möglichkeit von einem Opt-out, also ein Häkchen zum Beispiel wieder wegnehmen zu können, um eine Datenbearbeitung zu widersprechen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich widersprechen möchte, muss ich eigentlich auf Verletzung der Persönlichkeit klagen. Und was wir auch nicht wirklich haben oder in der Praxis nicht wirklich haben, ist ein Koppelungsverbot. Also das heißt, dass ich nicht gezwungen werden kann, mit persönlichen Daten zu bezahlen. Gut, und jetzt ist der Datenschutz im Artikel 13 Absatz 2 der Bundesverfassung verankert. Hier heißt es, jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Und dies ist jetzt sehr interessant. Es heißt auf Schutz vor Missbrauch. Das heißt, dass die Bundesverfassung beinhaltet ein sogenanntes Missbrauchsparadigma. Überspitzt gesagt, muss zuerst etwas passieren, damit ich mein Recht individuell einfordern kann. Jetzt ist es allerdings so, dass das Bundesgericht in Urteilen zwar ein etwas weitergehendes Recht auf informationelle Selbstbestimmung anerkennt, also dass ich selber bestimmen kann, welche Informationen über mich bearbeitet werden, die über die Notwendigkeit zur Erfüllung einer Dienstleistung hinausgehen. In der Praxis ist dieses aber nur schwer wahrzunehmen. Es hat auch Limitierungen und es bedeutet auch Eigenverantwortung. Und es schlägt sich auch nicht wirklich in der Verfassung nieder, wie wir ja vorhin gesehen haben. Und was wir eigentlich wollen, ist ein Grundschutz, auf den sich alle Personen verlassen können, ohne dass sie sich aktiv darum kümmern müssen. Und dies auch daher, weil der Datenschutz oft nicht nur das Individuum trifft. Die Auswirkungen beispielsweise bei einer Beeinflussung durch politische Werbung ist durch das einzelne Individuum oft nicht spürbar. Wenn wir aber daran denken, dass die Verschiebung von ein paar wenigen Prozentpunkten in einer Wahl oder Abstimmung aber dann durchaus entscheidend sein können. Da wir nun zusätzlich eine Machtasymmetrie haben und sich die Daten ja gar nicht in unserem
Einflussbereich befinden, müssen die Datenbearbeiter entsprechend dazu gebracht werden, die Interessen der betroffenen Personen zu wahren, wenn eben eine Datenbearbeitung ungewollte Folgen für sie haben können. Das heißt, neben einem selbstbestimmten Datenschutz möchten wir eben diesen Grundschutz, auf den sich alle verlassen können. Und das heißt weiter, wir wollen den Datenschutz eben umfassender denken und nicht vom Schutz, und zwar eben vom Schutz und nicht vom Missbrauch her. Und entsprechend diese zwei Wörter aus der Bundesverfassung streichen. Und damit möchten wir ein Grundverständnis ändern und auch den Blickwinkel auf den Datenschutz ändern. Und mit diesem Initiativtext eigentlich eine Stoßrichtung aufzeigen, wohin der moderne Datenschutz gehen könne. Wir möchten eine Debatte öffnen und wir möchten auch nicht einen Text haben, der bereits in der Debatte unnötig einengt. Und hier jetzt gleich ein Hinweis an dieser Stelle, wer sich für die genauen rechtlichen Auswirkungen interessiert, und sei es dann auch für das Datenschutzgesetz und dann auch für die betroffenen Personen, möchte ich gern auf den Vortrag verweisen, der dann gleich nach der Pause hier im Satz stattfinden wird von Anna Walter, und sie wird dann in die juristischen Details austeichen. Noch ganz am Schluss von meiner Seite noch ein Wort zum Wir. Wer sind eigentlich, wer steckt dahinter? Das heißt, wir sind zwei Organisationen aktuell, welche diese Ideen lancieren möchten. Wir sind aber bereits im Gespräch mit über 35 Organisationen und haben auch bereits mit über einem Dutzend Parlamentarierinnen und Parlamentarier Gespräche geführt. Und was wir machen möchten, ist einen Anstoß für eine Bewegung geben und dann auch nicht zuletzt auch die EID-Community wieder zu beleben. Und die Initiative soll getragen werden von einer breiten Allianz von Organisationen und auch Einzelpersonen. Es wird dann auch einen eigenen Verein geben mit den entsprechenden Gremien und es soll ein breit abgestütztes Initiativkomitee dann auch entsprechend geben. Und nun möchte ich jetzt gerne an Daniel übergeben, damit er etwas über das Look and Feel der Datenschutzinitiative erzählt. Genau, wir machen das wie immer sozusagen so getrennt vorbereiten und dann freien zuschlagen. So. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert, sieht gut aus. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und auch zu diesem Projekt einen kleinen Beitrag leisten kann, eben als, auch hier mit der Rolle als Vertreter von der Stiftung für die direkte Demokratie. Und unsere Vorgeschichte, das werdet ihr gleich noch merken, wenn ich weiter erzähle, ist das EID-Referendum, das wir eben gemeinsam ins Ziel gebracht haben. Zu Inhalt habt ihr einiges jetzt gehört und mein Themenbereich ist eigentlich das Rundrum, die Verpackung. Und in einer direkten Demokratie, wo es letztlich einen Volksentscheid braucht, ist halt die Verpackung relativ zentral. Warum? Das Problem ist, dass, wie Kire das erläutert hat, und wenn wir vermutlich auch noch die juristischen Ausführungen dann noch im nächsten Vortrag mithören, dann ist es ein sehr komplexes Thema. Und die Schwierigkeit ist, wenn man eigentlich ein Thema auch an der Uni gewinnen will, dass wir radikal vereinfachen müssen. Und das Problem ist, dass man eigentlich dort eine Komfortzone verlassen muss, die, ich sage jetzt mal, bei der DigiGuess tut ein bisschen weh, weil die DigiGuess halt oder viele von euch die Probleme sehr komplex verstehen wollen, weil sie auch eine Lösung für ein komplexes Problem brauchen. Und ich glaube aber, dass es eben wichtig ist, dort aus dieser Komfortzone zu gehen und die Sachen komplex zu begreifen und verstehen zu wollen und auch erzählen zu wollen, hin zu diesem Where the Magic Happens, wo etwas ganz einfach wird. Was heißt das? Das Problem war, dass das Thema, über das wir bei der EID gesprochen haben, nämlich eben das Bundesgesetz über, ich muss ablesen, ich habe es nie auswendig gekannt, das Bundesgesetz über eine elektronische Identifizierung, über elektronische Identifizierungsdienste, Klammer EID-Gesetz. Das war ein No-Chance-Gesetz, um eine Kampagne zu machen. Also das war, glaube ich, von Anfang an klar, dass wenn wir über die EID in dieses Gesetz reden, dass es sehr schwierig werden würde. Und darum haben wir einen Sprung gemacht, eben aus dieser Komfortzone heraus. Kira ist da am Anfang mutig mitgesprungen,
Das ist das legendäre Prototyping-Bild, das ich immer zeigen möchte. Kira hat das gar nicht gesehen, das hat er dann erst in Bern am Tag. Und das war ein Versuch, etwas vorwegzunehmen, nämlich irgendwie etwas in die Hand zu nehmen und zu sagen, darum geht's. Wir haben dann das auch mit Hilfe von Designern und Grafikern noch ein bisschen ausbauen können und haben dann beim Kickoff, vielleicht habt ihr das mal gesehen, einen Generator gebaut, wo man sich selbst so ein Prototyp AID basteln konnte, dass man das wirklich auch in die Hand nehmen kann und dieser Begriff vom digitalen Schweizer Pass eben spürbar und erfassbar wird. Wir haben dann gesehen, dass wir mit diesem Schritt eigentlich schon die Abstimmung fast gewonnen haben, weil es ist uns gelungen, die andere Seite, die immer von einem Login gesprochen hat, was ja gar nichts Wichtiges ist und Bedeutendes, eigentlich visuell sowieso zu schlagen, weil alle hatten dann dieses Ding irgendwie im Kopf. Also auch die Journalistinnen und Journalisten, die haben auch diese Bilder verwendet. Und wir konnten dann das bei der Abstimmung nochmal skalieren, nochmal viel schlimmer in dem Sinn, weil es stimmte dann nicht mehr ganz mit diesen Pässen oder Papierpässen, die ein Abstimmungsflyer waren, was aber einfach ein wahnsinnig erfolgreiches Produkt war. Also weil die Leute haben das in die Hand genommen, das lag eben etwa 1 Million, konnten wir verteilen in den Briefkästen. Und ihr seht, wir konnten diese Idee eigentlich bis zur Abstimmung noch weiterentwickeln und durchziehen. Jetzt, was heißt es für die Datenschutzinitiative? Eben, ich habe erzählt, wir müssen hier jetzt einen Sprung machen und wir sind sozusagen mit im Anlauf. Wir haben ihn noch nicht ganz gemacht und das ist eher so eine Bestandesaufnahme, wo wir ungefähr stehen. Eine Idee, die so im Kopf ist, im Gespräch ist, dass wenn ich an Datenschutz oder irgend so denke, da kommen mir einfach immer diese Kleber in den Sinn. Das ist so das hat zwar nichts mit Datenschutz vielleicht zu tun in dem Sinn, vielleicht, oder? Aber irgendwo ist es so, dass Stopp, dass mein Briefkasten gehört mir, da kommt nichts rein, was ich nicht will, keine Werbung, lass mich in Ruhe. Und diese Kleber, die sind ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Briefkästen haben die, aber es sind sehr, sehr viele. Es gibt verschiedene Varianten, das ist, glaube ich, einer der bekanntesten. Und die Frage ist eben, wie schaffen wir das eben mit diesem Datenschutzgesetz irgendwie in diese Richtung zu kommen, dass wir sehen und erfahren, um was geht es eigentlich? Wir haben so zwei Wege versucht. Wir haben am Datenschutzfestival, am ersten hatten wir so eine kleine Arbeitsgruppe, ein Speeddate, weil wir hatten, glaube ich, eine Viertelstunde Zeit. Aber das war sehr interessant und wir sind immer noch am Nachbearbeiten dieser Ergebnisse. Und eine Idee, die wir damals getestet haben, war, auf den Ort zu gehen, wo eigentlich der Datenschutz sich heute abspielt und jede Person kennt, eben das Smartphone zum Beispiel. Und wir haben da vielleicht, es gab glaube ich einige Kleber auch da gestern, aber die sind alle weg. Das sind nur Prototypen, also aber wir haben das mal getestet, um auch ein erstes Gefühl zu haben, wie könnte das aussehen, oder wie wirkt das? Die zweite Idee, das ist nur ein Prototyp, weil ich bin kein Grafiker. Aber im Workshop ist dann die Idee entstanden, eben auch ein Symbol zu haben, oder? Eben, wir hatten die Karte damals. Und eine Idee, das war nicht von uns, aus dem Plenum war eben diese Schirmidee, ich weiß nicht, Umbrella Company war auch noch irgendwas. Keine Ahnung, was da alles aufgeht, aber mich hat das sehr stark mitgenommen. Also dieser Schutz, der Schirm, das jeder und jeder versteht, oder? Als Kleber, aber ich hätte gern heute einen Prototyp, den ich euch zeigen kann. Peng, ein Schirm, oder? Wo eben draufsteht, meine Daten gehören mir. Und in diese Richtung denken wir gerade. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr vielleicht eine bessere Idee habt sogar, wie es in welche Richtung es gehen könnte. Mia und ich sind da, weil Mia, um auch den Ball gerade weiterzuspielen, hat als Projektleiterin auch die Aufgabe, diesen Look und Feel weiterzuentwickeln. Dann schließe ich gleich an und nehme den Ball auf oder den Schirm, je nachdem, wie man es sieht. Vielleicht noch kurz zu mir. Ihr seht mich zum ersten Mal auf dieser Bühne. Ich bin schon seit über 10 Jahren als Kampagnenleiterin oder Campaignerin unterwegs. Einige von euch kennen mich vielleicht vom Unterschriftenbeglaubigen beim NDG-Referendum und jetzt seit November verantwortliche Kommunikation Kampagnen bei der digitalen Gesellschaft und habe eben, wie schon gesagt, die Ehre, die Projektleitung von diesem Projekt zu machen. Ich mache noch einen kurzen Ausblick. Wir haben schon viel gehört, einfach damit ihr so ein bisschen wisst, was der Stand ist und was jetzt noch auf uns zukommt.
Ihr seht, es ist viel Arbeit. Kire hat bereits von der Allianz ein bisschen erzählt. Das Ziel ist, dass wir jetzt im Frühling eigentlich ein erstes Treffen abmachen. Für uns ist dort vor allem wichtig, und alle, die gestern beim eCollect-Vortrag waren, wissen, wie viel Arbeit und Aufwand das Ganze ist, mit den Unterschriften zu koordinieren, auch die Kosten davon. Das heißt, für uns ist es relativ oder sehr wichtig zu wissen, wie erreichen wir diese Quoten, wer übernimmt welche Verantwortung und natürlich auch mit dem Budget, dass alles geklärt ist. Gleichzeitig ist es für uns wichtig, dass wir aus dieser Allianz heraus oder aus diesem Verein ein Initiativkomitee gründen können mit Persönlichkeiten, die diese Interessen vertreten können und auch vielleicht ein bisschen die Aushängeschilder vom Kopf her für die Initiative dann und die Kampagne sind. Zur Kampagne selbst, habt ihr vorhin gesehen, was der Stand ist. Also dieses Look and Feel ist in Bearbeitung. Wie schon gesagt, wenn ihr Inputs habt oder Ideen, dann meldet euch unbedingt bei uns. Ich bin sicher noch für ein Bier da, ich denke, die anderen beiden Herren auch. Allgemein ist es wichtig, ein gutes Argumentarium aufzubauen und ein Framing, eben auch, um diese sehr komplexen Dinge runterzubrechen. Und für Personen wie zum Beispiel für mich, die keine Informatikerin ist, damit ich daraus komme, wieso das Thema so wichtig ist und wieso ich dann unbedingt ein Jahr einlegen soll. Gleichzeitig braucht es einen Zeitplan, wir steuern jetzt auf nächstes Jahr hin. Und auch das passiert natürlich auch in Absprache mit den Organisationen und den Netzwerken, mit denen wir im Kontakt stehen. Dann ist auch ein Datenschutzfestival 2.0 geplant. Das soll ebenfalls im Herbst stattfinden. Also, falls ihr das im letzten Dezember verpasst habt, habt ihr eine neue Chance, vorbeizuschauen. Ist auf jeden Fall sicher interessant. Und gleichzeitig bleibt natürlich bei all dem, was ihr hier seht, was man organisieren muss, auch ein großer Admin-Haufen bestehen. Einerseits sind wir im Kontakt mit der Bundeskanzlei, also wir müssen natürlich den Initiativtext prüfen lassen. Wir müssen auch alles in den Landessprachen übersetzen lassen. Das ist doch ein großer Aufwand, wo wir froh sind, dass die Bundeskanzlei hier Unterstützung bietet. Und dann brauchen wir natürlich auch einen Sammelplan und einen Beglaubigungsplan, damit wir schlussendlich die Initiative, wenn sie gesammelt ist, einreichen können. Super, damit wären wir inhaltlich mit den Themen durch. Und es bleiben noch ein paar gute Minuten für Fragen. Ich muss gar nicht mehr moderieren, das übernimmt die Crew gleich selbst, wunderbar. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Einblick, sowohl in die Hintergründe als auch eben in das Grafische. Also wenn jetzt noch Fragen sind, dann hat es hier hinten zwei Mikrofone, vielleicht auch ein bisschen in Bewegung kommen und da nach hinten gehen und eine Frage stellen, ist jetzt in dieser Zeit eine gute Idee. Vielleicht gibt es ja sogar auch schon die eine oder andere spontane Idee, die Mikrofone sind offen für euch. Eins, zwei. Habe ich das richtig verstanden? Sie wollen einfach zwei Worte aus der Verfassung streichen. Genau, das ist dieses sogenannte Missbrauchsparadigma. Das würden wir entfernen, damit wir eben den Schutz und nicht mehr den Missbrauch ins Zentrum stellen. Und Folgefrage, ich finde das fantastisch, dass man einfach zwei Worte nur rausnimmt. Folgefrage, ist das aber genug? Weil man weiß ja, die Verfassung ist eine schöne Sache, aber die Musik spielt eben bei den Gesetzen und da müsste man nicht in der Verfassung da den Gesetzen ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wir sind der Ansicht, dass dies genug ist, eben genau diesen Blickwinkel zu wechseln. Wir sind ja hier unter uns und darum kann ich das ja noch sagen. Wir überlegen uns noch, ob wir neben dem Streichen des Missbrauchparadigmas allenfalls noch Konkretisierungen hinter anfügen. Aber das ist aktuell ist der Stand der Debatte und was wir gerne machen möchten, ist dieser Text. Aber ich schließe nicht aus, dass wir im Verlauf der nächsten Wochen und Monate uns noch überlegen, noch etwas Konkretisierendes anzuhängen. Also falls der Stream jetzt gerade zufällig ausgefallen ist vorher, es wurden keine Interna genannt, jetzt reiner Zufall, dass jetzt gerade gestreamt wurde. Aber jetzt gibt es vielleicht auch noch weitere offizielle Fragen. Ja, da setzt sich jemand in Bewegung. Ja, ich weiß nicht, wie hilfreich Rückmeldungen von Laien in der Kommunikation sind, aber ich versuche es trotzdem. Also das eine geht ein bisschen in die Richtung von dem vorher, mit dem, ist es genug? Also wo ich mich wie einfach frage, auch in der Kommunikation, das muss man dann auch verkaufen, dass das ein wesentlicher Schritt ist, wenn man einfach nur zwei Worte streicht, ist das eine. Das andere zum Look und Feel, was mir aufgefallen ist, ihr habt ja eigentlich wie so drei mögliche Paradigmen gezeigt, also den Briefkasten, das Handwerk auf dem Smartphone und den Schirm.
Und zwei von den drei sind ja eigentlich, dass ich geschützt werde durch etwas anderes, was auf mich zukommt, was ich nicht will. Also entweder der Spam im Briefkasten oder der Regen, der mich nass macht. Mich hat das erstaunt, weil ich immer eigentlich davon ausging, dass beim Datenschutz mir jemand ungerechtfertigt was wegnehmen will. Und also das ist jetzt schon von einer ganz anderen Seite. Und einfach so, ja, wie sind diese Dinge entstanden vielleicht? Oder wie geht ihr da vor, um so eine gute Metapher zu finden? Spannend. Also ich habe das Bild, eben ich bin automatisch, also wie gesagt, wir sind in einem Dialog, darum vielen Dank für deinen Input. Bei mir ist es etwas eben sehr stark auf dieses Schützen, Datenschutz, oder? Also ich möchte mich schützen, oder? Was du sagst, eben Datenklau, etwas wegnehmen, ist eben ganz eine andere Geschichte, eine ganz andere Story. Ich muss drüber nachdenken, ich finde es spannend, ich weiß nicht eben, was du für ein Bild hast, oder? Also wenn du an das denkst, oder wenn du Datenklau, oder? Also, aber ja, eine andere Welt, Challenge, dann kann man schauen, was besser ist am Schluss. Ich glaube, du wurdest eben auf ein Bier eingeladen, wenn ich das jetzt richtig dekodiere. Und gerne die nächste Frage. Also zu den Vorrednern. Einerseits die zwei Worte über Missbrauch, gepaart mit dem Begriff Datensparsamkeit, der sich in vielen Datenschutzregeln findet, bildet eigentlich schon ein Gerüst. Das heißt, wenn ich Missbrauch rausnehme und sich jemand nicht datensparsam verhält, habe ich schon einen Ansatzpunkt. Also insofern wäre ich der Auffassung, die Rechtsprechung respektive die Gesetzgebung reicht an vielen Stellen. Im Anschluss noch eine Anekdote zum Thema die Richtung, die eben zur Frage aufgebracht wurde. Ich hatte vor einigen Jahren bei einem Grossisten Alkohol bestellt und bin auf die Art und Weise sehr, sehr viele Dinge abgefragt worden, wo ich sage, meine Güte, für zwei Kisten Wein muss ich nicht so viele Sachen ausfüllen. Normalerweise gehe ich irgendwo hin, hole zwei Kisten Wein und stelle mir die dann in den Keller. Dazu braucht es nicht meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer und dergleichen. Dann war einige Jahre Ruhe und vergangenes Jahr tauchte zu einem bestimmten Datum erstens eine Werbemail dieses Ladens auf. Da war also drei Jahre Ruhe und plötzlich taucht eine Werbemail auf. Und ich finde in meinem Briefkasten plötzlich Zuschriften dieses Hauses. Nie erwünscht. Ich habe immer alles abgeklickt. Da findet quasi eine missbräuchliche Verwendung von Daten, die ich für einen einzigen Einkauf verwendet habe, statt. Weil die Leute ihr User-Management-System respektive ihr Kundenmanagement-System nicht im Griff haben oder aber sogar missbräuchlich immer wieder alte Leads rauspacken. So etwas würde ich beispielsweise gerne unterbinden können, und zwar mit einem Knöpfchen, das dann auch wirksam ist. Das wäre diese Richtung missbräuchliche Verwendung. Da hilft der Kleber auf dem Briefkasten gar nichts mehr, weil die sich darauf berufen, zumindest es versuchen würden. Der hat uns ja mal seine Adresse für den Kauf gegeben. Insofern machen wir hier keine Kaltakquise, sondern wir schicken ja einem Kunden etwas. Jetzt bin ich nicht sicher, kommt da noch eine Frage? Habt ihr eine gehört oder war das einfach eine Rückmeldung? Die Frage kam vorhin aus den von den Vortragenden, mit welchen Ideen können wir in die Kampagne reingehen? Und da geht es ein bisschen um die Attribute, die ich zur Nutzung freigebe. Attribute meines persönlichen Lebens, zum Beispiel Adresse, Alter und so weiter und so fort. Ich möchte die Macht über diese Attribute zurück, und zwar wirksam. Zum Beispiel, wer darf mir wann etwas in den E-Mail-Kasten schmeißen oder wann eine Werbeschrift in die in den Postkasten. Vielen Dank für diese Rückmeldung. Ja, ich sehe Nicken auf Seite der Referenten. Glaube ich, kein Bedarf. Also eine Bemerkung. Ich glaube, das Schlüsselproblem ist, dass wir weg vom Digitalen kommen müssen. Das ist nicht etwas Fassbares, es ist zwar bewusst, oder? Aber ich glaube, das ist dieser Sprung, weil viele Menschen denken nicht digital. Die denken eben noch immer noch mit Briefkasten. Also es wechselt schon langsam, aber es ist halt sehr stark immer noch. Das heißt, die ganze Kampagne ist eigentlich, macht einen riesigen Sprung auch nochmal in diese Briefkastenerfahrung, weil das verstehen die Leute, das muss man dann auch noch entsorgen, ins Altpapier etc. Entschuldigung, wir haben Mikrofonmangel. Alles gut. Nein, vielleicht einfach mal zu ergänzen. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir Analogien finden für den Alltag, dass Personen eigentlich wie verstehen, wo sie betroffen sind und wie nicht. Und diese Geschichte, dieses Narrativ auch aufbauen können innerhalb der Kampagne. Und darum gibt es dann diese Rückschlüsse. Und das sind jetzt alles jetzt Denkanstöße oder auch Grundlagen für die weitere Arbeit, die wir heute hier gezeigt haben. Das ist vielleicht nochmals wichtig zu sagen. Genau.
Vielen Dank. Jetzt komme ich in ein kleines Dilemma. Ich sehe da noch eine Schlange bei den Fragen. Gleichzeitig ist unsere Zeit eigentlich um. Und ich würde ja wahnsinnig gerne in Eigenregie jetzt einfach sagen, stellt die Fragen doch noch kurz. Aber da drüben steht quasi mein Chef des Tages und schaut jetzt gerade weg. Ich glaube, dass es eine längere Pause gibt nachher. Wenn ihr euch kurz fassen könnt, lassen wir doch das noch kurz zu, okay? Mir ist einfach ein kleiner Assoziationssplitter aufgekommen. Mir scheint es sehr gut, dass man nur das Wort Missbrauch streicht in der Initiative, weil natürlich muss es nachher einen Gesetzgebungsprozess und so weiter geben und weitere Debatten. Mir ist einfach jetzt die Assoziation gekommen zum sexuellen Missbrauch, wo die Debatte am Schluss bei Slogans wie nur ein Jahr ist ein Jahr gelandet ist. Vielleicht kann man das in die Richtung drehen. Mhm. Vielen Dank für den Input. Ich sehe Nicken. Dann gerne die nächste Frage. Bezüglich Ideen von Merchandise- oder Marketing-Sachen. Ich weiß nicht, ob es für diese Initiative jetzt viel bringt, aber das DigiGuest-Logo würde sich tatsächlich sehr gut für einen Schirm eignen. Das ganze Logo schon drauf tut. Vielen Dank für diese Schlussmeldung. Ich überlege mir nämlich schon die ganze Zeit, was könnte ich jetzt sagen, was die Leute noch zum Lachen bringt. Du hast mir diese Arbeit abgenommen. Vielen Dank. Und damit kann ich auch endlich mal ein bisschen ernsthafter schließen, die Runde. Zuerst einen ganz herzlichen Dank noch einmal an euch, die ihr uns da vorgestellt habt, was ihr macht mit der Kampagne. Gerne noch einmal einen herzlichen Applaus für diese drei.